Was ist dein erster Gedanke, wenn du ans österreichische Boxnationalteam denkst? Ja, doch so gut. Es ist nicht. Weltklasse. Geile Sache. Macht Gaudi. Wir werden Geschichte schreiben. Marcel, du hast gerade 10 Minuten geplankt. Warum? Was du hier redest, nimmt mir noch den Mut. Ich glaub, die Zeit ist reif für eine Revolution. Gibt's hier einen Ausweg oder gibt es eine Lösung? Wo ist der Alte mit dem weißen Bart? Ach ja, der ist doch gestern gestorben und hatte nicht mal das Geld für den Tag. Ihr seht, so läuft in dieser Welt. Was zählt, ist nur das große Geld. Für euch gibt hier nichts mehr zu holen. Drum maut jetzt ab und geht zu dich abholen. Yeah, halt, nein, das kann nicht sein. Ihr läuft das verkehrt und das finde ich gemein. Vielleicht klingt es banal, doch ein Shirt das so. Halt, stopp, ich finde das nicht fair. Mir geht's beschissen und du liegst am Herr Stefan Erber, Sie sind nicht nur der Älteste im Team mit 38 Jahren, sondern auch bei den Agility-Tests der Schnellste. Was sagen Sie dazu? Sollte uns das nicht. Nur ich versuch zu retten, was noch zu retten ist. Doch alle sind gemein zu mir und ich bin Pazifist. Oh, oh, oh. Als Unbeteiligte, was ist deine Meinung zu den Vollprofis? Alle top. Ich möchte einmal sagen, dass ich das freiwillig mache und kein Gefangener des österreichischen Nationalteams bin.